Lektion 286. Mein Herz wird von des Himmels Stille heut umfangen. Vater, wie still es heute ist! Wie leise finden alle Dinge ihren Platz! Dies ist der Tag, der als der Zeitpunkt ausgewählt ward, an dem ich endlich die Lektion verstehe, dass keine Notwendigkeit besteht, dass ich irgendetwas tue. In dir ist jede Wahl bereits getroffen. In dir ist jeglicher Konflikt gelöst. In dir ist alles, was ich zu finden hoffe, mir bereits gegeben. Dein Frieden ist der meine. Mein Herz ist still und mein Geist ist ruhig. Deine Liebe ist der Himmel und deine Liebe ist die meine. Die Stille heute wird uns Hoffnung geben, dass wir den Weg gefunden haben und weit darauf gereist sind, zu einem gänzlich sicheren Ziel. Heute wollen wir das Ende nicht in Zweifel ziehen, das Gott selber uns versprach. Wir vertrauen in ihn und in unser Selbst, das nach wie vor eins mit ihm ist. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und die Idee des Friedens ist für das Ego unangenehm, es möchte ihn nicht. Ihr müsst euch daran erinnern, wenn das Ego sehr stark ist, dann ist die Idee eines vollständig friedlichen Tages mit keinem Drama, keinem Ärger, keinen Streits, kein Urteil, keinen Ängsten, keine Meinungsverschiedenheiten, das ist für das Ego die Hölle. Also einige von euch könnten diese Lektion lesen und sie sogar beängstigend finden. Und denn sie wüssten noch nicht mal, wie sie mit diesem Frieden umgehen sollten. Mit einem Frieden solcher Tiefe. Aber wir möchten, dass ihr versteht, was hier geschieht. Ihr erschafft hier einen Raum für das Göttliche. Du musst all diese Kämpfe loslassen und all die Ängste und Hochs und Tiefs gehen lassen, sodass du möglicherweise bewussten Kontakt mit deinen Lehrern machen kannst und mit deinen Führern. Und dann werden die Dinge sehr interessant werden. Nicht nur, dass ihr direkte Informationen von höheren Frequenzen empfangen könnt, sondern diese Informationen selbst werden in euch eine neue Runde von Wachstum hervorrufen oder auslösen. Also wenn wir über diese Zeiten des Friedens sprechen, dann sagen wir, und das sagen wir sehr oft zu unserer Geliebten hier, wenn es friedlich ist, dann genieße das, denn das wird nicht ewig dauern. Eure Transformation durch dieses Ausbildungsprogramm wird euch zu allem anderen als einem langweiligen Leben führen. Ja, der Geist wird in Frieden sein und ja, die Verärgerungen werden verschwinden. Aber ihr werdet in Wissen Zugang haben, das euch inspirieren wird. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.